Man kann jetzt nicht sagen, dass einer den klaren Gewinner raushängt in 5 Sekunden. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück hier in der besten Stadt in ganz Minecraft, Sympathia City. Und Leute, heute haben wir was Cooles vor. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Baubattle. Ihr habt es euch gewünscht und deshalb gibt es das auch. Aber schauen wir nochmal ganz kurz hier auf die Kommentare, die ihr geschrieben habt in der Zwischenzeit. Vielen, vielen Dank auch auf das letzte Video. Gab es ganz, ganz viele Likes. Hat mich wirklich tierisch gefreut. Würde mich freuen, wenn wir auf dieses Video ebenfalls mal wieder die 1000 Likes knacken. Also Leute, sprengt den Like Button und abonnieren auch nicht vergessen, sowie Glocke aktivieren, dann klingelt es, dann fühlt ihr euch besser und ja, tut es einfach, das lohnt sich, glaubt mir. So, aber ich würde sagen, quatschen wir gar nicht so lange rum, sondern gehen wir mal rüber zum guten alten Sint, den haben wir ja auch ein bisschen länger nicht mehr gesehen. So, Tim, Hallihallöchen, Tim. Wer schreit denn hier so rum? Hallihallöchen, na du? Ich bin Tim? Am Park. Am Park? Ah, du bist am Park. Ich sitze auf einer Bank, bisschen am Brunnen. Ah, die Hallöchen, Tim. Na, wie geht's dir? Großer? Ja, ja, du, krass. Leben genießen, dies, das, ne? Ah, das Übliche hier, ne? Das Übliche. So. Ja, ist schön. Was haben wir heute vor, Tim? Weißt du das? Ich hab irgendwas mit Baubattle gehört. Genau, wir machen heute ein Baubattle. Und zwar bauen wir heute mal einen Vulkan. Vulkan? Wie will man denn in 5 Sekunden einen Vulkan bauen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin auch gespannt. Aber darin liegt, glaube ich, die Herausforderung, Leute, dass wir das Unmögliche möglich machen. Denn wir kriegen das garantiert hin. Kommst du mit, Tim? Ja, ich bin auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Ich komme mit. 5 Sekunden, 1 Minute und 5 Minuten war es, ne? Das ist es, genau, das ist es, ja. Gott, ich habe doch gar keine Idee, ne? Ich auch nicht, aber da werden wir gleich bestimmt, ja, spontan drauf reagieren können, weil, Leute, ne, wir sind Baumeister, okay, eigentlich jetzt nicht so, aber ist ja auch egal, wir kriegen jetzt... Also, ich war mal im GOMMA-AD-Bauteam. Ja, also bei Tim muss man dazu sagen, der hat wirklich Bauerfahrung, ne? Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe da mal zeitlang die guten Maps gebaut. Das stimmt, das stimmt. Aber auch, weil ich eher so der Lappen im Team war. Muss man ehrlich sein. Ist ja auch egal. Also, Leute. So, dabei sein ist alles. Wir sind am Geschehen angekommen, würde ich sagen. Und ich wechsle mal sofort hier den Game Mode zu Game Mode 1. Muss aber einmal ganz kurz das Material heraussuchen, weil wenn das 5 Sekunden sind, dann hat man ja gar nicht so viel Zeit. Das mache ich auch schon. So, ich habe eine ganz, ganz kleine Idee, sagen wir es mal so. Es wird aber in 5 Sekunden unmöglich, also was Großes rauszumachen, ne? Deswegen würde ich sagen, Tim, wenn du ready bist, sag mir Bescheid. Ich will auch noch kurz in Game Mode gehen. Ja. Legen wir mal los in 3, 2, 1 und go. So, okay, Leute, das wird aber nicht sehr, sehr krass. Oh Gott, ja, Ende. Also, ja, also Leute, ganz ehrlich, wenn man sich das jetzt aber anschaut bei mir, man weiß, okay, Also sagen wir einfach mal, sympathisch, man kann sich unterhalten. Ist es okay, ne, ist es okay. So, jetzt kommt die 1 Minute, Tim, ne? Ja, da kann man schon immer ein bisschen mehr liefern. Immer ein bisschen mehr, ne, ich wollte gerade sagen. So, dann würde ich sagen, Tim, bist du ready? Ich bin ready. Dann würde ich sagen, Minute beginnt genau jetzt. So, okay. Wobei ich sagen muss, auch bei der Minute habe ich jetzt nicht so die große Idee. Also es ist, man muss unter Druck arbeiten. Man muss auf jeden Fall unter Druck arbeiten, weil... Die Leute unterschätzen das auch öfters mal, ne? Dass das nicht eben so leicht ist, wie es aussieht. Das ist, glaube ich, nicht so die perfekte Form hier gerade. Es muss ein bisschen hier in die Höhe gehen. Besonders darf man halt auch nicht die Zeit aus den Augen verlieren, ne? Das ist, klar. Ganz, ganz wichtig hier. So. Würde ich sagen, ja. Wobei es ist... Ja, kann man das so machen? Ich glaube, es hätte ein bisschen steiler zugehen müssen, so. Eventuell. Ja, ja. Doch, es ist okay. So, dann machen wir mal hier so ein bisschen. Okay, ja, hier fließt es runter. Kann man das so machen? Ah Gott, Leute. Die Zeit ist jetzt in 10 Sekunden vorbei, deswegen muss ich mal ganz kurz dafür sorgen, dass es hier auch vernünftig abfließt. So, zack, 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 zack. Ja, kommt, Leute, es ist okay. Es ist okay, bin zufrieden, Zeit ist vorbei, ne? Also, ja, da kann man kann ja nicht groß viel anders machen, ne? Das ist auch klar. Nee, aber jetzt bei 5 Minuten, ja, habe ich schon eine bisschen bessere Idee. Also, da habe ich mir was einfallen lassen, mal gucken, ob es klappt. So, bist du bereit, Tim? Ja, ja. Okay, dann let's go. So, 5 Minuten beginnen jetzt.
Okay, Leute, also so viel Platz haben wir auch nicht, muss man dazu sagen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Dass wir jetzt gar nicht so viel Platz haben, aber wir nutzen natürlich jetzt hier diesen ganzen Platz aus und ihr seht auch schon, es unterscheidet sich etwas. Also, ne, wir benutzen hier diesmal ein bisschen was anderes. Ich habe mir auch, wie gesagt, Gedanken gemacht, wie wir es eventuell bauen könnten, aber immer noch recht spontan. Also, ne, ich bin hier also nicht mir vorbereitet. Mir ist es 100% spontan. 100% spontan, okay. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, also was der Tim hier hinzaubert, ne, also... Wir haben ja schon in der Vergangenheit Baubattles gehabt und da hat und da habe ich halt immer gewonnen, ne? Ja, yeah, ich sag mal so, ne? Also nicht immer gewonnen, aber hat schon recht gute Ergebnisse. Muss man ja trotzdem mal ehrlich sein, ne? Muss man ehrlich zu sich selber sein. Ja, ne? Klar. Hier nicht schön reden, sondern einfach mal ehrlich zu sich selbst sein, ne? Tacheles reden. Genau, hier einfach mal knallhart wie die Faust aufs Auge, ne? So, aber Leute, wir wollen gar nicht rumquatschen, denn ja, es ist eine gute... Ach, das ist immer noch nicht so, ne? Das ist immer noch nicht so. Aber ich glaube, der Platz ist da auch viel zu wenig für. Ja, da ist der Platz. Ich baue auch ein bisschen über die Grenze. Baust du über die. Ach so! Ja, das ist aber hier eine Manipulation hier. Du, ich weiß nicht, ein bisschen zu klein ist das halt einfach. Das kann man nicht leugnen. Ja, das stimmt. Das stimmt. So, dann machen wir mal Folgendes, Leute. Wir machen das auch so ein bisschen anders. Muss ja immer noch die Form von einem Vulkan haben. Das sieht gerade irgendwie nicht mehr so aus wie ein Vulkan, habe ich das Gefühl. Ja, das sieht eher aus wie so eine. Rundgelutschte Pyramide. Ja, genau. So ein bisschen. Es muss ein bisschen mehr in die Höhe gehen, habe ich das Gefühl. Glaube ich dir. Ja, wenn er halt nicht Dings wird. Wir gehen mal ein bisschen in die Höhe. So dachte ich mir das eventuell, Leute. Ja, genau. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, doch, das kann man so machen, Leute. Das kann man so machen. Hier auch noch so. Immer ein bisschen was auslassen, ne? Immer ein bisschen was auslassen hier. So. Ja, doch, eigentlich ganz okay. Eigentlich ganz okay. Wenn wir jetzt vielleicht noch so Stellen damit machen. Ja. Das gefällt mir, diese Akzente so ein bisschen setzen, Leute. Was sagt denn die Zeit, Pat? Die Zeit sagt aktuell noch 2 Minuten 50, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ich hätte noch eine ganz, ganz gute Idee. Das probieren wir gleich auch nochmal aus, ob das so funktioniert. Das ist im oberen Bereich, sage ich jetzt mal. Ich will jetzt gar nicht sagen, was es genau ist, sonst könnte der Tim es ja vielleicht nachbauen. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal weg. Aber diese Akzente gefallen mir soweit, Leute. Diese Akzente gefallen mir soweit. So, was wir jetzt machen ist, wir nehmen das hier genau. Also das hier. Und jetzt machen wir so... Ja, ihr seht es, Leute. Ich will es jetzt gar nicht aussprechen, aber ihr seht es auf jeden Fall. Ich glaube, das wirkt dann nochmal ein bisschen besser. Authentischer, könnte man was sagen. Es erinnert dann wirklich an eine gewisse Sache. So... Muss ich halt nur gucken, inwiefern, in welche Richtung. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt der beste Block dafür ist, aber ich glaube, man erkennt es. Was sagt die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt noch 2 Minuten. Also jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Man muss jetzt langsam ein bisschen spurten. Jetzt muss man langsam die PAs auf die Straße bringen. Ja, hier, genau, so sieht's aus. So sieht's aus, so. Okay, das ist aber ein bisschen, na, ein bisschen nochmal vielleicht hier runtergehen. Ein bisschen nochmal runtergehen, genau. Dass man dann so eine kleine Kurve hat hier, ja. Und so wirkt es auch nochmal ein bisschen schöner, genau. Jawohl, genau. Kann man es so machen, Leute? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, lassen wir mal so. Sieht auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Okay. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wäre hier so den Ausbruch, würde ich sagen. Genau, das heißt, hier ein bisschen was runterfließen lassen. Müssen wir nur aufpassen, dass das jetzt nicht rüber schwimmt. So, jetzt zack. Können das ja theoretisch hier abfließen lassen, so zum Beispiel. Hier zum Beispiel auch, genau. Ja. Passt, Leute, passt. Okay, hier können wir auch nochmal so eine kleine machen. Aufpassen, okay, das geht nicht raus. So, und vielleicht hier nochmal an der Ecke, dachte ich mir. So, dann machen wir Folgendes, Leute. Zack, hier runter und zack, hier runter, genau. So, okay, ja, ich sag mal so, es ist eine solide Leistung. Ich bin nicht unzufrieden, aber es geht auf jeden Fall besser, ich weiß es. Aber ich krieg's jetzt persönlich nicht besser hin, muss ich dazu sagen. Von dem her. Wie lange haben wir noch? Nicht mehr lang, oder? Wir haben nicht mehr lang, genau, da liegst du Gold richtig, Tim. Wir haben noch 28 Sekunden Zeit, aber ich glaube, ich bin schon fertig. Und ich sehe nur, dass rechts alles abfackelt bei dir, ne? Tim, hinter dir, der Wald. Ist mir doch egal. Die Zeit. Okay, der Tim, der geht hier nur auf Zeit. Man kennt ihn. So. Ich will das Ding jetzt zu Ende bringen, lange. So, zack, zack, zack. Hier machen wir's. Okay, Leute, also. Ich würde sagen, die Zeit ist zu Ende in 7 Sekunden. Und... Oh Gott, das wird auch abfackeln, glaube ich, hier, ne? Oh nein, das muss ich noch wegmachen. So, okay, ist Ende.
Okay. So. Würde ich sagen. Soll ich erst zu dir? Ja, ich sehe nur rechts, wie alles abfackelt, aber ist okay. Ich komm zu dir. Dann komm mal zu mir rüber. Wow. Ey, komm, ganz ehrlich, es sind 5 Sekunden, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. 5 Sekunden. Ja, genau, gehen wir weiter zu einer Minute. Ja, also er bricht aus, der Vulkan, ne? Man sieht es. So, und 5 Minuten. Es ist eine gute Leistung hier, kann man nicht sagen, aber naja. Geht besser. Kommen wir erstmal zu mir. Ja, komm. Leider sieht es jetzt mein 5 Minuten Vulkan nicht mehr so geil aus. Okay, weil hinten alles brennt. Ja, aber komm, ganz ehrlich, also deins ist jetzt, also klar, man erkennt es genauso schlecht wie bei mir, aber man kann jetzt nicht sagen, dass einer den klaren Gewinner raushängt in 5 Sekunden. Ja, okay, bei einer Minute sieht es schon ganz schön anders aus. Gewinnt er das Ding auch und hier mal, jetzt. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Also ganz ehrlich, da tut sich auch nicht so viel, ne? Hey, also nee. Komm mal mit hier runter, ich habe auch eine Innenwelt gebaut. Ja, aber also das sieht sehr schön aus, das hier innen, muss ich sagen. Gefällt mir mit den Glasblöcken und sowas. Und hier außen, guck mal, hast du schon mal die hier draußen diese Glasdinger als Ausblick? Ja, aber hast du mal hier meinen Rauch gesehen? Deshalb, Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ihr habt's gesehen, wer hat gewonnen? Schreibt es in die Kommentare. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da für mehr Battles. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Auf Wiedersehen. Wenn dir meine Videos gefallen, vergiss natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren.